Miguel, 12 Jahre behauptet, ich kann Schlager nur anhand von 3 aufeinanderfolgenden Worten erkennen und bin darin besser als Florian Silbereisen und Thomas Einlass. Miguel sowie Florian und Thomas bekommen immer abwechselnd 3 zusammenhängende Worte aus einem Schlagertext vorgelesen und müssen dazu den korrekten Titel und Interpreten nennen. Nur wenn beides richtig genannt wird, gibt es einen Punkt. Jeder bekommt 4 Aufgaben. Wer mehr richtig erkennt, gewinnt das Duell. Bei Gleichstand gibt es ein Stechen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal daran erinnern und noch mal darauf zurückkommen. Wir haben ja am Anfang der Show ein Duell ausgelost für unseren Klein gegen Groß Höllenstuhl. Mhm. Ja, das heißt, wenn Miguel das Duell gewinnt, dann gehen am Ende Thomas und Florian auf den Klein gegen Groß Höllenstuhl. Du lachst so. Solltet ihr beide euer Duell gewinnen, dann muss ich auf den Höllenstuhl und werde eingeschleimt. Also Miguel, ich zähle auf dich. Klein gegen Groß, auf los geht's, los! Und hier kommt die erste Aufgabe und die geht an Miguel. Die 3 Worte lauten: alle Zeiten überlebt. Ich hab's. Alle Zeiten überlebt. Ich glaube, das sind 2 Herren, nämlich DJ Ötzi und Nick P. Mhm. Mit einem Stern, der deinen Namen trägt. Ist dein Tipp? Wir werden das natürlich überprüfen und wenn das richtig ist, müssten die 3 Worte zusammenhängend in dem Titel vorkommen. Einen Stern, ein Stern, der deinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und über unsere Liebe lacht. DJ Ötzi und Nick P. Der erste Punkt für Miguel. Ja, jetzt sind wir dran. Florian und Thomas, die ersten 3 Worte für euch. Sie sind aus meinem Herzen. Eieiei, aus meinem Herzen. Aus meinem Herzen. Gibt natürlich viele Songs mit Herzen, aber aus meinem Herzen. Aus meinem Herzen. Frau oder Mann? Ja, Schlager. Mm. Aus meinem Herzen, aber ich glaube, aber das zählt noch nicht. Nee, ihr könnt euch ja beraten. Ich glaube, es ist Liebe aus meinem Herzen. Schenke ich dir aus Liebe aus meinem Herzen oder irgend sowas. Das ist Semino mit Rosen. Rot sind die Rosen. Rosen geschenkt aus deinem Herzen, das weiß ich nicht. Naja, also gut. Rosen geschenkt aus meinem Herzen. Ja, natürlich. Dann ist hast du noch? Ich war da raus. Also, aber das würde Sinn machen, das passt. Rot sind die Rosen geschenkt aus meinem Herzen. Meinem Herzen. So, ja. Also, ihr sagt? Rot sind die Rosen oder rot sind die Rosen, genau weiß ich nicht. Und Semino Rossi singt das. Rot sind die Rosen, Semino Rossi ist euer Tipp. Wir überprüfen. Ist das der erste Punkt? Ja, da ist er. Aha. Ich bin sie gerne heim zu dir. Und ich danke dir dafür, bist ja so lieb zu mir. Semino Rossi. Ja. Rot sind die Rosen. Und daraus stammen die 3 Worte aus meinem Herzen. Erster Punkt für Florian und Thomas. 2. Aufgabe für Miguel. Wo alles begann. Ich glaube, das ist Howard Carpendale mit Hello Again. Ja. Howard Carpendale, Hello Again. Ist das dein 2. Hello Punkt? Ja. Ich sag einfach Hello Again. Und ich möchte dich heute noch sehen. Dort, wo alles begann. Jawohl, sehr gut. Oh, hello again. Komm, du hast wo die Bäume stehen. Sehr gut, Miguel. Ich möchte dir in die Augen gehen.
Zweiter Punkt für Miguel, zweite Aufgabe für Thomas Andersson und Florian Silbereisen. Und die drei Worte sind: umarm die Welt. Umarm die Welt. Umarm die Welt. Das ist ja mitten aus dem Satz raus. Umarm die Welt. Wisstest du es? Ja. Okay. Also was für ein Wunder. Ich darf keine Hinweise oder Tipps geben. Ne? Mann oder Frau, umarm die Welt. Das muss der Miguel entscheiden, ob er euch verrät, ob Mann oder Frau. Ach, darf ich Tipps geben? Naja. Vielleicht. Ja. Mann oder Frau? Mann. Mann? Mann, ja. Umarm die Welt. Oh Mann. Danke. Ist aber nicht aus deinem Song oder so? Nee, ich hoffe nicht. Oh Mist, den eigenen Song nicht. Wenn du es gesungen hast, oder Jan oder Christoph, dann ja. Ansonsten, umarm die Welt. Ich umarm die Welt. Ich umarm die Welt. Ich umarm die Welt. Ach, leck mich nieder. Müsste passen oder war da irgendwas? Ja, ich überlege nur, was wir raten können. Es gibt ja diese ganzen Songs, aber einen raten. Ich umarm die Welt. Es geht mir gut, ich umarm die Welt. Königin der Nacht. König einer Nacht. Ist es aus dem Song? Dann ist es eine Nacht. Ich umarm die Welt vielleicht. Das ist alles schön. Ich umarm die Welt. Dann wäre es eine Nacht mit Ramon. Eine Nacht, ich umarm die Welt vielleicht. Alles ist schön. Du bist die Königin. Ich bin der König, sie ist die Königin oder sowas. Wir legen uns fest auf Ramon Roselli eine Nacht. Ja. Wirklich? Ja. Oh, boah, wo kam das denn auf einmal her? Eine Nacht, ich umarm die Welt. Wann kommt das jetzt? Ich umarm die Welt. Im Refrain, ja klar. Oh, wow, das ist gemein. Der Ramon. Aber ich muss sagen, du hast, der Tipp war Geld wert. Danke, Miguel, für den Tipp. Nächste Aufgabe für Miguel. Okay. Die drei Worte sind: so voll Leidenschaft. So voll Leidenschaft. Ich kann dir jetzt einen Tipp geben, jetzt weiß ich es nämlich. Ich glaube, ich weiß es auch. Gut. Es sind zwei Personen, Mann und Frau. Roland Kaiser und Maite Kelly mit Warum hast du nicht Nein gesagt? Okay, sagst du. Ich glaub, das stimmt das auch? Warum hast du nicht Nein gesagt? Sehr gut. Es war so lang. Toll. Bravo! Dritter Punkt. So, dritte Aufgabe für euch. Die drei Worte lauten: noch lebenswert ist. Ach, wo das Leben noch lebenswert ist. Die kleine Kneipe, Peter Alexander. Dort in der Kneipe in unserem Wo das Leben noch lebenswert ist. Ja, die kleine Kneipe, Peter Alexander. Oha, schnelle Entscheidung. Ja. Die kleine Kneipe in unserem Da, wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Ja, das richtig. Ist natürlich dritter Punkt. Es steht unentschieden. Miguel, nicht nachlassen. Vierte und letzte Aufgabe. Zuerst für dich. Und die drei Worte lauten: die Sterne leuchten. Die Sterne leuchten. Die Sterne leuchten. Ich glaube, dass ich es weiß. Auf jeden Fall ist es im Schlager immer: die Sterne leuchten. Das ist immer viel Geste, ne? So. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist Ein Bett im Kornfeld von Jürgen Drews. Von und mit Jürgen Drews. Ein Bett im Kornfeld. Und die Sterne leuchten. Ja, klar. Okay. Das kann sein. Hier kommt. Oh. Wow. Das war brutal. Das ist immer eine Garantie für gute Laune.
Vierter Punkt. Ich hatte den Song nämlich schon mal bei Auftritten dabei, aber in einem Medley und daher kannte ich das noch. Sehr gut. Ja. Immer ein Garant für gute Laune. Ja, der geht. Also, vierte und letzte Aufgabe für Florian und Thomas. Es geht immer noch darum, wer am Ende auf den Höllenstuhl muss. Ne? Also, kriegst du langsam Angst oder so? Ja, so langsam. Kein der Druck. Ich dachte eben schon, ich bin raus, aber okay. Die drei Worte sind für eure letzte Aufgabe: War ich glücklich? War ich glücklich? Ich glaube, das weiß ich. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ja. Verlieben, verloren und der Interpret jetzt. Wolfgang Petri. Wolfgang Petri. Wolfgang Petri. Ja. Wenn das stimmt, müssen wir uns stechen. Verlieben, verloren, ja. Vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ich hatte doch alles, alles, was zählt. Ohne dich leben. Jetzt ist es zu spät. Verloren. So. Kai, hast du denn den zweiten Anzug dabei? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ich meine. Also ich bin im Zwiespalt. Er hat uns ja einen Tipp gegeben. Ich gebe zu, ohne... Nein, da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Okay, aber jetzt laufe ich natürlich Gefahr, da du ja sein großes Vorbild bist. Vielleicht will ja mich ja viel lieber auf dem Schleimstuhl sehen. Ja? Und sagt jetzt, da gebe ich den Sieg für her. Wäre nicht so schlimm. Ja? Also ich nenne euch die drei zusammengehörenden Worte. Dann müsst ihr sofort euch melden. Wenn wir schneller sind, musst du auf den Schleimstuhl. Wenn ihr jetzt gewinnt, muss ich auf den Schleimstuhl. Die Vorstellung? Vielleicht gibt es das auch nur einmal mit dem Höllenstuhl. Mal gucken. Okay. Die drei Worte sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Also Miguel war ganz eindeutig schneller. Ja. Ich habe den Song in den letzten zwei Jahren vielleicht nicht ganz so oft gehört. Und ich vielleicht ein bisschen zu oft. Und Miguel, nein, ist es? Das ist Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer. Super. Miguel, du bist mein Held! Super gemacht. Danke. Ja, super. Aber du warst da jetzt richtig schnell. Sehr gut, Miguel. Sehr du gut. Du bist mein Held. Miguel, und damit ist Miguel der Sieger im Schlagerduell. Bravo! Dankeschön! Herzlichen Glückwunsch! Und das heißt auch, dass Florian und Thomas am Ende der Show auf unseren Klein gegen Groß Höllenstuhl müssen und so richtig schön eingeschleimt werden. Schöner, grüner, fetter Schleim wartet da auf euch. Miguel, du darfst jetzt zur Tat schreiten, denn du hast sie ja in dem Schlagerduell besiegt. Ach Gott. Miguel, sie haben noch gar keine Ahnung, was da gleich auf sie zukommt. Ich verrate euch nur so viel, was euch gleich zukommt, ist grün. Wir zählen alle zusammen runter von 5, okay? Und bleib ruhig drauf, bis ich dir sage, es reicht. Okay, der Klein gegen Groß Höllenstuhl, Premiere. 5, 4, 3, 2, 1 und Start! Wow! Wow! Was für ein Anblick! Das ist ein herrlicher Anblick! Reich! Ein herrlicher Anblick! Das ist alles rein, das ist ganz biologisch. Ich wollte euch nur sagen, Florian, wenn ihr jetzt noch mal gemeinsam niemals einsam sind, ist es ein echter Evergreen. Ja. Ah! Ja?